Hey TBTV-Fans, willkommen zu unserer ersten Pre-Show für einen Battle Report. Wie ihr wahrscheinlich schon im Hauptvideo gesehen habt, machen wir jetzt für unseren Battle Reports immer eine kleine Pre-Show. Wir reden detailliert über unsere Armeen. Wir sagen euch, was wir damit vorhaben, wie unsere Taktiken vielleicht aussehen könnten. Wir zeigen euch die Mission, wir zeigen euch, welche Aufstellungsvariante wir gewählt haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einfach an mit den Armeen und dann machen wir weiter. Jo. Also, wie gesagt, ein bisschen detaillierter. Das ist mein HQ, Junior Lieutenant. Inexperienced. Warum den? Naja, 6 Zoll Moralwert plus 1 finde ich jetzt in der Edition noch nicht so ganz so prall. Deswegen ist das für mich einfach nur die Pflichtauswahl, die billigste, die es gibt, und deswegen nehme ich den mit. Dahinter steht mein Kommissar. Der ist für mich, ganz ehrlich gesagt, auch nur ein Würfelbunker. Würde ich jetzt viele Inexperienced-Einheiten spielen, könnte man den nutzen, aber so killt er mir einfach nur Leute und für 15 Punkte nehme ich den mit. Hier mein absoluter Lieblingspanzer, der ISO 152. Ja, für mich, den nehme ich mit, weil der einfach alles kann. Der hat einen Durchschlag von 5, der hat 3W6 und macht W6 Pinmarker. 10er Panzerung, für mich einer der besten Panzer im ganzen Spiel. Ja, den Gratis-Squad. Jeder, der Russen spielt, nimmt den mit auf 12 Mann Inexperience mit Anti-Tank-Grenades. Kann man super, also von an Pumern haben die schon am meisten von meiner Armee gerissen. Die haben schon im Nahkampf 2 Puma zerlegt. Dann hier eine ganz neue Einheit, die ich gerne mal ausprobieren würde aus dem Empire in Flames Buch. Das sind die mongolischen Reiter. Die mongolischen Reiter sind genau so wie andere Kavallerie, außer dass sie die Sonderregel haben, geboren im Sattel. Heißt, sie dürfen mit voller Reichweite ihre Rifles abschießen und nicht nur 6 Zoll wie andere Kavallerie. Hier habe ich einen ganz normalen Flamer. Ja, einen Flamer, wozu braucht man den? Den braucht man natürlich, um möglichst die Infanterie zu schädigen oder sie halt auch aus dem Spiel zu nehmen. Ein Sniper, bei mir wie üblich der Wasili Zaitsev, finde ich einfach super für 75 Punkte auf 2 vernichten. Selbst Softskin-Fahrzeuge kann man damit gut rausnehmen. Ja, ein Anti-Tank-Rifle-Team. Zweites Anti-Tank-Rifle-Team. Klar, beide sind nicht ganz so stark im Durchschlag, aber versuchen vielleicht Pinmarker auf die Gegner zu verteilen. Dann eine Medium-Ari mit Spotter. Medium-Ari halt super. Ich finde Ari ist gut in dem Spiel, besser als Anti-Tank-Waffen, deswegen ist es keine Pack. Eine schöne Einheit, die es bei den Russen gibt, sind Scouts. Die dürfen als Observer aufgestellt werden, halt bis zu 24 Zoll. Komplett ausgestattet mit SMGs, also leichten Maschinenpistolen, um direkt am Anfang auf mögliche Observer vom Gegner oder halt schnell voranstürmende Gegner Druck zu machen. Das sind immerhin 8 Schuss für Veteranen, die stecken auch was ein. Einen ganz normalen Truck, da sind meine Pioniere drin. 6er Panzerung, keine Sonderwaffen. Hier sind die Pioniere, Assault Engineers, natürlich Veteranen, ein Flammenwerfer, ein SMG beim NCO, ein weiteres SMG und 3 Rifles. Einer davon ist der Lader. Dann habe ich hier 2x Guards, auch mit SMGs. Die sind halt, klar, um Feuerpower, also um Feuerkraft auszuteilen. Und ja, ich spiele sie als 7 Mann, weil ich 7 Mann recht optimal finde. Selbst wenn 2 sterben, sind es immer noch 10 Schuss. Und ja, sie sind halt normale Infanterie, aber halt auf der Karte relativ flott unterwegs. Dann spiele ich hier Veteranen, 7 Stück. Weil ein bisschen Veteran zum Einstecken braucht man immer. 7 Leute komplett mit SMGs und 2 Panzerfäusten. Ja, und ich glaube, da bin ich auch schon durch. Also ich spiele 16 Würfel und das sind meine 1250 Punkte. Kommen wir zu meiner Liste. 1250 Punkte. Ich spiele hauptsächlich Waffen XX. Ja, mein HQ habe ich einen regulären gewählt, weil es das Optimalste jetzt Punkte technisch, also Kosten-Nutzen-Faktor. Der läuft auch alleine. Dann habe ich insgesamt 4x Veteranentrupp, jeweils 8 Mann. Für mich die optimale Anzahl von Infanteriemodellen pro Einheit. In der einen Einheit habe ich ein SMG NCO, 3 Assault Rifles, der Rest Gewehre. In der anderen Einheit hat der NCO und ein weiterer Mann ein Assault Rifle. In der dritten Einheit sind 2 normale Assault Rifles und 1 Assault Rifle vom NCO. Und in der vierten Einheit 2 Assault Rifles und dazu noch 2 Panzerfäuste, um Panzer zu bekämpfen oder Fahrzeuge. Dann des Weiteren habe ich ein Flammenwerfer-Team, die spiele ich auch regulär. Für 50 Punkte kann man die schon mal mitnehmen, um Einheiten zu scheuchen vom Gegner. Die sind eigentlich soweit ganz, also das Flammenwerfer-Team ist soweit ganz okay, also das kann schon viel machen, also auch auf Fahrzeuge kämpfen und
Gegen Fahrzeuge kämpfen, Entschuldigung. Ja, dann habe ich noch eine Panzerschreck mit, um Fahrzeuge, vor allem Panzer zu jagen. Ist halt super bei den Deutschen mit einem Durchschlag von 6. Ja, kostet zwar ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel ein Bazooka-Schütze, aber das ist es auf jeden Fall wert. Und ein Sniper-Team habe ich auf jeden Fall mit, um ja, Offiziere zu jagen oder halt Flammenwerfer-Teams oder ja, Anti-Tank-Teams. Ja, des Weiteren habe ich einen Air-Observer mit, um eventuell auch nochmal Panzer zu jagen. Ja, komme ich zu meiner Artillerie, also wenn man es so nennen kann, meine HE-Waffen. Ich habe einen Medium-Mörser in Experience. Ich finde, da er nie treffen muss, also da ich immer auf die 6 zum Anfang würfeln muss, kann man den ruhig als Inexperience spielen, genauso wie die heulende Kuh. Die habe ich mit, um halt flächendeckend Artillerie zu verteilen. Also immer auf die 6 im 6 Zoll Umkreis auf das Ziel kann man da ganz gut mal was machen, um die Einheiten des Gegners zu streuen. Als Transportfahrzeug habe ich einen Truck mit. Da kommt nachher mein 3-Mann Assault Rifle Team mit dem SMG NCO rein und der Flammenwerfer. Ja, komme ich zu meinem weiteren Fuhrpark. Den Puma habe ich einmal mit als regulär. Der ist super, um Panzer zu jagen. Ja, ist auch recht billig für 160 Punkte. Sollte man den als Deutscher auf jeden Fall spielen. Ja, und zu weiteren Infanterieunterstützung ein Stu 42 mit einer Medium-Artillerie. Kann man auch super leichte Panzer mitjagen. Also, ja, also bis auf die Infanterie ist der Rest eigentlich dafür aufgebaut, um Panzer zu jagen, weil Panzer relativ dominant noch sind in dem Spiel. Also vor allem die mit Artillerie drauf. Also so wie Kevins ISO 252. Ja, das wäre dann soweit meine 1250-Punkte-Armee. Ja, was habe ich mir bei meiner Armee gedacht? Ich stehe total auf schwerer Artillerie. Da ich komplett mit meiner Infanterie auf SMGs setze, brauche ich irgendwas, um direkt Druck auf den Gegner auszuüben, bevor halt meine ganzen Jungs weggeschossen werden oder sie im Nahkampf überhaupt ankommen oder auf die 12 Zoll Reichweite, die ein SMG hat. Deswegen habe ich die Medium-Ari als Artilleriestück und den Panzer mit beides Haubitzen drin, weil ich direkt halt Druck auf den Gegner ausüben kann und versuchen kann, meine Jungs nach vorne zu kriegen. Dasselbe versuche ich mit den beiden Flammenwerfern. Die beiden Flammenwerfer sollen halt möglichst ein bisschen den Gegner in eine Richtung drücken, weil halt Flammenwerfer ist halt in dieser Edition noch sehr tödlich. Und wenn mein Gegner darauf reinfällt und seine Armee so ein bisschen von den Flamern weghält, kann ich natürlich über die andere Seite kommen. Meine Kavallerie habe ich eingepackt, weil wir heute eine ganz besondere Mission spielen, da kommen wir gleich noch zu. Die können halt schnell umschwenken und mit ihrer 18 Zoll Bewegung mal schnell auf den Marker drauf hüpfen, um den zu einzunehmen und Punkte zu generieren. Und ja, im Idealfall machen der Umsonst-Trupp noch irgendwas Tolles, stirbt vielleicht einer und dann steigen sie auf, dann sind sie reguläre 11-Mann-Jungs, das ist super. Und wie gesagt, meine Kommandosektion macht eigentlich nie was, weil ich finde 6 Zoll Moralwert ist eigentlich nicht so toll. Das ist ungefähr so die Taktik, die ich spielen will. Mal gucken, ob Felix drauf reinfällt und vielleicht hat ja Felix was zu seiner Armee noch zu sagen. Ja, mein Plan für das Spiel ist, die Flanke zu verweigern und mit den Panzerfahrzeugen und der Infanterie im Schlepptau halt weit in den gegnerischen Raum vordringen und ihn dann irgendwann mal zu umzingeln, irgendwie, mal gucken, wie es klappt. Dafür habe ich dann auch noch halt diesen schnellen Transporter mitgenommen. Ja, werden wir mal sehen, wie weit meine Pläne gelingen. Also, wir haben vor kurzem wieder ein Turnier gehabt, Bold Action. Das Early War Turnier war es, glaube ich. Genau. Wir sind noch nicht ganz zufrieden mit den Missionen, deswegen haben wir uns mal was ganz Neues ausgedacht. Wir haben es geklaut, sage ich jetzt mal, für alle, die ein bisschen 40k-Ahnung haben. Wir haben uns mal bei den Mahlstrom-Missionen so ein bisschen ausgeliehen. Ausgeliehen, genau. Ausgelebt. Wie auch immer. Wir haben auf dem Tisch 6 Missionsmarker verteilt. Jeder 3 von uns, also sind halt zufällig verteilt. Dazu gibt es Karten, Missionskarten. Da steht drauf, was das Missionsziel ist. Jeder zieht am Anfang der Runde 3 Karten. Für sich geheim, weil anders als bei 40k sind wir ja unterschiedlich dran. Oder alle in derselben Runde. Und am Ende der Runde wird abgerechnet. Genau, am Ende der Runde wird abgerechnet. Das können halt einfach nur Missionsziele sein, wie halte Marker 4, halte Marker 5. Oder halt auch töte in dieser Runde ein HQ. Oder töte so und so viele Einheiten. Töte Einheiten im Nahkampf, töte Einheiten im Fernkampf. Das Ding ist, man kann Karten am Ende der Runde, kann man eine Karte abschmeißen. Man kann aber auch Karten behalten. Das heißt, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt in der ersten Runde vernichtet ein Fahrzeug gezogen, aber ich komme noch nicht ran, kann man auch Karten behalten. Also es ist jetzt nicht so, dass man alle Missionen
in derselben Runde erfüllen muss und dann neu zieht, sondern wir ziehen immer nur auf 3 auf. Ja, das ist eigentlich soweit jetzt unsere kleine Pre-Show-Mission. Aber wir müssen noch auswürfeln, welche Seite und welche Aufstellung wir. Erstmal aufstellen, würfel ich mal aus. Oh, 1. Ja, also wir stellen in Welle. Also wir kommen in Welle. Okay. Welle, erste Welle, 50% darf in Reserve, muss nicht. Und dann würfeln wir mal noch die Seite aus. Da brauchst du einen Würfel für. Vielleicht nur 3. Okay, nimm's mal. Eine 3. Oh, eine 6, oder? Dann bleibe ich mal auf dieser Seite. Du nimmst die, alles klar, gehe ich drüben auf die Seite. Und wir zeigen jetzt euch nochmal ganz kurz das Schlachtfeld. Alles, was auf dem Schlachtfeld zu sehen ist, ist genau das, was es ist. Felder und Wälder, Hügel, Häuser. Also wir haben in der Mitte 3 Felder, Reisfelder, in dem, aber es macht keinen Unterschied. In diesen Feldern kriegt nur Infanterie leichte Deckung. Fahrzeuge gar nicht, weil ist nicht sonderlich tief. Die Wälder spielen wir so schon länger, jetzt wie es in der zweiten Edition ist, so dass Wälder Sichtblocker sind komplett. Man kann reingucken, aber nicht durchgucken. Häuser ganz normal, eine Etage in dem Fall, harte Deckung und man muss mit einem Run rein, so wie es im Regelbuch steht. Wir haben hier 2 Hügel. Also ich würde, obwohl es bei Bolt Action kein unpassierbares Gelände gibt, würde ich sagen, hier darf man nicht drüber. Weil das ist halt, sieht nicht so aus. Das sind normale Hügel, da kann man rüberlaufen und kriegt hinter auch harte Deckung. Und wie ihr seht, die grauen Würfel, das sind unsere Missionsmarker. Und so sieht unser Schlachtfeld aus. Ist ein bisschen offener, als wir es sonst gewohnt sind, aber wir werden sehen, was da rauskommt. Ne? Gibt schnelle Action. Bolt Action. Alles klar.